Villa der Liebe ist eine neue Folge draußen, Leute. Die müssen wir uns unbedingt reinziehen. Er nimmt sie alle mit ins Bett. Villa der Liebe. Achso, okay. Die Poolparty um Mitternacht. Da bin ich doch jetzt mal gespannt, Leute. Der Server ist down. Ja, das soll so sein. Villa der Liebe. Ich bin heiß und gespannt und ja, freue mich auf eine weitere Folge dieses Ehrenformats. Was ist dein größtes Geheimnis? Dass sie unter 15 ist und ich glaube, sie hat das persönlich genommen und hat mir auf Instagram auch nicht mehr zurückgeschrieben. Was soll das eigentlich? Ich kann das nicht. Fire Devil, danke für den Get the Sub. Nein, wir waren viel zu schnell. Ich habe den Schlüssel nicht greifen können. Wo ist Alessio? Wer ist Alessio? Die Villa der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und sieben Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Können wir das einfach überspringen, das Intro? Ich will mir das eigentlich, das Konzept ist mir bewusst. Es ist ein Typ, der mit sieben Frauen gleichzeitig schlafen möchte. Also, wer genau bist du jetzt? Ich bin Johanna. Die Ex-Freundin von Alessio, aber... Die wichtige Frage ist, Johanna Single, IRL. Guck, das Ganze ist so, ich habe das vor ein paar Wochen beendet und das war der größte Fehler meines Lebens, wirklich. Sie rollt, dass er genauso wie Bra verliebt. Ich liebe ihn und ich will ihn einfach zurückhaben. Zurück. Ich will um die Beziehung kämpfen, verstehst du? Mhm. Ja. Das Problem ist, dass... Alles hier ist ein soziales Experiment. Ja, klar. Sieben Mädchen, ein Junge. Das ist nicht gut, dass du hier bist. Die verlieben sich in ihn. Das ist nicht vorgesehen. Was ist denn mit seiner Nase los an der Stelle? Was soll das? Es soll sich niemand in ihn verlieben. Du musst mir jetzt unbedingt zeigen, wo Alessio ist. Bitte, ich muss zu Alessio. Okay, aber du musst... Kann der aufhören, seine Nase so hochzuziehen, Digga? Das macht mich übertrieben aggressiv. Ich verspreche, dass du hier kein großes Geschäft verrichten wirst auf dieser Wiese. Zeig mir jetzt bitte einfach, wo Alessio ist. Okay, keine großen Geschäfte. Ja. Ah, David Dope, danke schön. Dort, Jasper, danke schön. Bitte. Haben Sie eine Sekunde? Klar, komm her. Der erste Abend naht und zugleich eine sehr wichtige Entscheidung. Du wirst entscheiden müssen, wenn die klare Nachtluft aufzieht, wer die Nacht mit dir im Bett verbringt, den Beischlaf mit oder bei dir vollzieht. Also er muss mit der Frau schlafen. Die kann nicht einfach so da pennen, die müssen miteinander Sex haben, alles klar. Durchführt. Absolviert. Weißt du, James? Ich heiße nicht James. Ja, ich bin mir da einfach noch nicht so ganz sicher. Mhm. Da gibt's zwar so eine, diese Ulrike, Uli. Mhm. Ja. Klingt nach einem Mann. Sie. Ja. Die kann es sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, ja, du klar. Weißt du schon, dass sie bereits eine Frucht in ihren Lenden trägt? Bro, die ist Prego AF, sag so, wie es ist. Wie meinst du das jetzt? Ja, sie ist schwanger. Ah, klar. Ja, ja. Weißt du, James? Manchmal muss ein Pirat auch ein bereits beladenes Schiff besteigen, auf einem beladenen Boot anheuen, irgendwie sowas? Es geht nicht immer nur um das eine. Sondern auch um anderes. Verstehe. Die innere Werte zählen. Ja, klar. Weise Gedanken. Aber ich wollte dich um was ganz anderes bitten. Heute Abend steht ja die Poolparty, ne? Kannst du bitte ordentliche Mische machen? Wirklich ordentlich Alkohol reinfüllen? Ich will schauen, wie die Mädels in so in Extremsituationen agieren. Tust du vielleicht einfach bei jedem Mädchen 2-3 Tropfen Liquid Ecstasy in die Getränke rein? Nur um zu gucken, wie die reagieren, die K.O.-Tropfen. Ach, weißt du was? Gib mir einfach die K.O.-Tropfen und dann schauen wir, wie die in Extremsituationen reagieren. Lass uns die vergiften. Zyankali, wir geben jedem so viel Zyankali, dass die Chance ist, dass man überlebt. Die ist bei 5% und wer überlebt, der darf die Nacht hier... Nein? Alles klar. Der Wunsch ist mir Befehl. Danke, James. Alessio, Hauptsache dir geht's gut. Ja, das ist das Wichtigste, oder? Funny Joke, wirklich. Ich nehme stets jeden Wunsch wahr, den mir meine Herrschaften auftragen. Schon mein Vater und Urgroßvater dienten in der Villa der Liebe als treue Dienerschaft. Die Villa der Liebe sieht aus wie Baujahr 2013. Ich glaube nicht, dass das der Fall gewesen ist. Ich heiße gar nicht James. Dankeschön für den Sub. Also die Scheiße, wenn die läuft, dann wohin?
Rack it up, rack it up. I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs. I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game. We taking shots off the rebound. Ja, schon langweilig, oder? Also ja, geht so. Also es ist echt voll schön hier, aber... Walla, langweilig dort. Also okay. Eigentlich haben wir alles. Außer Alessio. Das ist eigentlich gar nicht lustig, ne? Eigentlich warten wir die ganze Zeit nur. Aber geil, Leute, ey, wir schnappen ihn uns noch, ja? Ja, ich hoffe. Was denn mit Cordula Grün eigentlich? Ist, ach, ist ja auch egal. Ich höre einfach auf, sie hier zu geilen. Das bringt doch alles nichts. Ja, wer macht's halt, Alter. Aber Leute, wolltest du jetzt eigentlich wirklich austesten, ob ihr auf Jung steht? Ja. Austesten. Ja, also wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ja, ja. Und dann mal gucken, was draus wird. Mhm. Ich höre Cordula eigentlich auch eine sehr schöne, wenn sie nicht diesen, ach, Digga, ich halte einfach meine Fresse, Mann. Guckt euch das Video an. Ich find's voll krass irgendwie, ich weiß nicht. Hi, ja, hey! Oh mein Gott, erzählt. Leute, erzählt alles. Es war so schön, die Location und es war alles richtig, richtig toll. Wo wart ihr? Ja, am Strand, wir haben so viel gesprochen. Hey, war die nicht schwanger? Warum ist die jetzt nicht mehr schwanger? Ich versteh's nicht. Das war echt Traum. Und wie ist das so? Ja, wie ist er so? Oder war das eine andere? Kann mich jemand aufklären? Ich weiß es nämlich nicht. Er ist super nett, er hat so ein offenes Ohr. Ja, er hört richtig gut zu. Mhm, cool. Gut aus, ja. Leute. Echt schön. Scarlett, bei dir? Wie war's bei dir? Es sind ja noch 2 Tage bis zur Entscheidung. War nicht so gut? Ja, war okay. Mhm, okay. Und was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? So allein im Haus? Ja, gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Und die anderen beiden so, was haben die, kann man davon, gibt's davon so Video, was haben die denn gemacht? Das sind andere, okay. Ja, okay, alles klar. Ja, rein. Rein. Aggressiver Fade, damals, wo es noch Friseure gab. Mashallah, ich vergesse, ich vermisse diese Zeit so sehr. Schaut euch meine Haare an, das ist eine Unverschämtheit, wirklich. Oh nein. Hey. Johanna, komm her, was machst du hier? Ich weiß, du hast mich jetzt hier nicht erwartet, aber... Wie kann es eigentlich sein, dass eine komplett wildfremde Frau an Set von einer TV-Produktion einfach so draufläuft? Das ist doch nicht wahr. Es tut mir leid und ich will dich zurück. Ich vermisse dich. Und das war der größte Fehler, dass ich das beendet habe. Ja, ja. Ja, das kannst du nicht machen. Freund, wie weißt du, dass ich hier bin? Mein Gott, so schwer war das jetzt nicht. Der Trailer läuft seit Wochen auf YouTube und die Villa ist auch verlinkt. Also klar, es gibt direkt einen Map-Standort, Digga. Es gibt direkt einen Map-Standort unter dem Video. Wahrscheinlich, oder? Oh. Weißt du, wie schlimm das für mich war, dass ich gesehen habe, dass du bei sowas mitmachst? Johanna, das ist jetzt echt eine Zeit her. Okay, du musst gehen. Mhm. Du musst echt gehen. Ja, Mann. Echt ernst. Johanna, es geht's nicht. Guck mal, das. Nein. Es war doch schön mit uns. Nein, war nicht. War nicht. Gib mir bitte noch. War nicht schön. Der ist gerade in einem Haus mit 7 Frauen. War nicht schön. Egal wie schön es war, raus jetzt aus dem Haus. Ganz einfach raus. Eine Chance. Das kann dir doch nicht alles egal sein. Es ist dem egal. Jetzt verschwinde aus dem Haus. Okay. Was willst du machen? Wir können einfach gehen. Du musst, nein. Das ist doch sinnlos hier. Geht doch einfach. Lasst einfach die ganze Johanna 31er. Können wir nicht. Können wir nicht. Geht nicht. Aus einem Grund haben wir aufgehört. Okay, ich hab einen Vorschlag. Was hältst du davon, wenn ich einfach wie die anderen Kandidaten mitmache und dir beweise, dass ich um dich kämpfen will? Eine super Idee. Safe wird sich das wird sicherlich gut funktionieren. Und auch an der Stelle wird das auch safe von der Produktionsleitung gewilligt sein. Das ist eine ganz tolle Idee. Vielleicht bringst du vielleicht auch noch sogar Johanna 31er. Johanna 31 ist wirklich so. 31er, sie ist komplett anders. Sie wird jetzt nur noch als 31er gebrandmarkt bei uns hier. Nimm eine geladene Waffe mit ins Haus. Das empfehle ich dir wirklich. Oh mein Gott. Jetzt, wo du so hier bist. Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Mach die wenigstens noch einmal weg, Bruder. Das ist deine Ex, kannst du machen. Ja, okay. Okay, danke. Ja. Dass die sich das als Ex-Freundin so antut, so um den nochmal zu kämpfen, so, hey, Digga, wie erniedrigend. Am liebsten würde ich Alessio einfach abknutschen, in den Koffer packen und zurück nach Deutschland fliegen, aber... Mhm. Ich verstehe ihn, ja. Das wäre ja auch eine Entführung, wenn du das machst. Das wäre auch eine Menschen... Also, liebster 31er, das wäre einfach eine Entführung, wenn du das machen würdest. Das ist in Deutschland verboten. Das ist Menschen... Das darfst du nicht. Das ist meine Schuld und ich versuche ihn jetzt einfach wieder zurückzugewinnen.
Digga, wieso kehrt der den Rasen? Und warum ist der die ganze Zeit nackt? Und warum sitzt da wieder diese 15-Jährige? Und wer hat das hier so aufgestellt? Was soll das? Was ist los? Nichts, alles gut. Hab dich doch heute Mittag schon gesehen. Was ist denn? Ach, ich weiß nicht, ob ich noch hierbleiben kann. Ja, warum? Weil das ist alles so neu für mich und bei diesen Mädchen kann ich eh nicht mithalten. Warum kannst du nicht hierbleiben? Die ist dich über 20, Leute. Die ist dich über 20, hört auf. Hast du denn schon mal einen Freund? Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Gärtner von dieser Villa. Und ich glaube, ich hatte bisher erst eine Freundin. War so eine richtige Blumenlady. Aha, okay. Und dann eines Tages hat sie mich für irgendwen anders sitzen lassen. Ja, für einen anderen Gärtner wahrscheinlich, oder? Aber ich denke, man hat immer Chancen. Also, vielleicht versuchst du es einfach. Das war sehr motivierend und aufbauend. Das war stark. Aber wenn du magst, kannst du mit mir rumlaufen und ein bisschen Hundekot einsammeln. Das macht eigentlich Spaß. Das klingt gut, aber ich würde gerne hier sitzen bleiben. Ja, nachvollziehbar, Bro. Okay. Dann gehe ich mal. Okay. Besser ist das, ja. Bleib doch hier. Ist das legal? Okay. Und guck mal, das Ding ist, war halt so, wir hatten eigentlich voll den geilen Plan und der wäre auch fast aufgegangen. Und zwar, der Butler hat ja in seiner Tasche oder so, sollte er ja eigentlich Schlüssel für alles fürs Zimmer in seiner Tasche haben. Und das Ding ist halt, warte mal. Dann sind wir halt so ins Wohnzimmer. Wieso hört die, guck mal, die hier? Warte, die hier. Und zwar, Die stimmt so zu, sagt ja, aber die war doch bei dem Plan dabei. Wieso stimmt die denn zu? Und das Ding ist halt, dann sind wir halt so ins Wohnzimmer. Ich habe so getan, als hätte ich so richtig Bauchkrämpfe, damit sie den halt dann hätte. Oder willst du das mal so real? Ja. Er hat es richtig so abgekaut. Und jetzt ist sie auf einmal wieder jetzt weiß sie auf einmal wieder, dass die da ist. Es macht doch, bin ich jetzt irgendwie raus oder was? Sogar fast den Notarzt, oder? Ja, und deshalb mussten wir uns so beeilen. Ich konnte die Schlüssel nicht mehr greifen. Genau, deswegen war halt die Schlüssel, jetzt kann keiner in Alessios Zimmer kommen. Scheiße. Guten Abend, die Damen. Entschuldigung. Cordula, ne? Meld dich. Gibt die Störung. Ich habe eine Botschaft vom Wärter Alessio. Und zwar steht jetzt eine Poolparty an. Nice. Da gibt es auch leckere Drinks und leckere Snacks. Es wäre nur super, wenn ihr dafür Badesachen anziehen könntet. Ja, ist ja eine Poolparty, da zieht man ja meistens Badesachen an. Also, umgeht. Ja, klar. Mhm. Bis gleich. Also, ich muss sagen, der Teller steht dir sehr gut. Der Teller steht... Was? Was? Also, vielen Dank, sieht ja richtig gut aus, wie du den hältst. Der ist frisch. Poliert. Ich habe noch eine Frage. Ich muss mich ja noch umziehen für die Poolparty. Könntest du mir dabei helfen? Könntest du mir helfen, mein Bikini anzuziehen? Natürlich kann er dir dabei helfen! Ja, jeder Wunsch ist mir Befehl. Na klar kann er das. David, danke für deinen Zap. Lala, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, ich finde Tesla ja echt toll und ich würde sie auch gerne für mich behalten. Aber Cordula, guck, du kannst dich einfach bei mir melden, wenn das mit Tesla nichts gibt, weißt du? So, wir können reden, Cordula, es ist alles möglich. Ich sag mal so, Cordula, schließ da generell kategorisch nichts aus. Meld dich einfach, Cordula, ehrlich jetzt. Meld dich. Frau Bra, bin ich ehrlich, ich weiß nicht, ob das noch was gibt, Leute. Ich weiß es nicht. Der Butler, der macht sich auch gar nicht so schlecht. Und ich meine, es muss ja nicht mal Alessio sein. Mhm. Ja, kann ja auch einfach. Vielleicht reiche ich ja auch. Ich zieh mich dann jetzt mal um. Warum filmen die nicht mit? Ja, was sehen nochmal? Boah, ich komme so durcheinander, ne? Komm bei diesen ganzen Charakteren einfach durcheinander. Ja, wow, das war so schön. Wieso steht er denn so auf die Schwangere? Ist das so ein Kink von ihm irgendwie so? Prego? Okay.
Frau Bra hat einen Freund. Schon okay, ist gut. Ist cool. Cordula hat auch einen Freund. Ist cool, ist cool. Messer, Was soll das? Warum? Was ist denn mit ihr? Was stimmt mit dir nicht, Mädchen? Mädchen, lass das! Was macht die da? Hi, na? Hi. Alles gut? Ja, und bei dir? Ja, auch. Warum hast du ein Messer in der Hand? Egal, auf jeden Fall, wir teilen uns gleich ein Zimmer. Wir müssen uns gleich ein gutes raussuchen. Mhm. Und oh mein Gott, alles, was mir erzählt hat, abends eine Poolparty. Ach, hast cool. Du einen coolen Bikini dabei? Ja, auf jeden Fall. Ich zeig dir das mal meinen, der ist so schön pink. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Tada! Upsi. Nein. Nein, wer könnte das gewesen... Wer könnte dahinter stecken? Wer ist was los? Oh. Hey, nix, alles gut, sonst bei euch. Hm. Mein Bikini hat Löcher. Psychotante! Walla, gib Nummer. Na, weißt du was? Dann schlage ich vor, wenn heute Nacht alle schlafen, gehen wir nackt baden, okay? Take the L. Okay, fuck. Kammer ist a bitch. Aber immerhin ehrlich. Ich bin's aber auch selber schuld. Vielleicht sollte ich einfach mal mit fairen Mitteln spielen. Oder du hättest sie einfach mit Messer auch abstechen können. Wäre viel einfacher gewesen. Was für ein Simp. Oh mein Gott. Was für ein Simp. Hä? Was für ein Simp. Er geht mit einer Frau an der Hand? Alter, was für ein Simp. Hä? Warte mal, trägt der Typ eventuell sogar Klamotten, die von Frauen gemacht worden sind? Was für ein Simp, Alter. So ein Simp. Oh mein Gott, warte mal. Der Typ, der ist mit 7 Frauen in einem Haus? Was für ein Simp, Leute. So ein Simp. Da! Simp mit Z. Ja, auch uns. Jo, Mädels. Haben wir noch ein Plätzchen frei bei euch? Nein, geh weg. Ja. Schön. Boah, schön warm. Ja, ist ja ein Whirlpool, ne? Na, wie läuft's? Zum Wohl? Tschüss. Tschüss. Was trinkt ihr? Tschüss. Tschüss. Zum Wohl? War schon gut dabei. Was für ein Simp, wirklich. Was für ein Simp, Leute. Was für ein Simp. Was für ein Simp, Alter. Dieser Typ sitzt mit Frauen in einem Whirlpool, ja? Richtiger Simp, Junge. Was für ein Simp, Digga. So ein unterwürfiger Simp. Der atmet einfach bei Frauen in der Nähe. Simp, oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Ey, ich sag's euch. Simp. Der zahlt den auch bestimmt Geld oder so. Hier. Was soll ich damit? Ich hätte deine Sachen nicht zerschneiden dürfen. Tut mir wirklich leid. Stellt euch jetzt vor, Plot-Twist, wie sie geht rein, steckt und sie rammt ihm erstmal Messer voll zwischen die Beine. Gemein. Das soll ich jetzt anziehen? Ja. Ist echt lieb gemeint, danke, aber glaubst du, das passt mir? Nein, so fett wie du bist mit deinem Bauch nicht. Wer weiß. Ich denke nicht. Trotzdem danke. Okay. Tut mir wirklich leid. Ja, alles gut. Möchtest du vielleicht einen Cocktail haben? Also ohne Alkohol natürlich. Ja. Möchtest du vielleicht einen Cocktail haben? Mit Nikotin oder so drin oder mit Crack? Hört sich gut an. Okay, danke. Die wird das Kind safe. Die wird das Kind, einfach weil es diese Serie ist, ich call's hier und jetzt, die wird dieses Kind, Alter, dieses Simp-Kind, Simp, Alter, wird es hier und jetzt in dieser Serie bekommen, wird das Kind geboren, ich sag's euch. Weil sie zum Beispiel am Strand und, ne, am Strand und okay, der eine, der im Meer war, weißt du, welcher der komplett nackt war. Wo kommt Kunchi-Kitte auf einmal her, was ist hier los? Na, Mädels? Seid ihr bereit für die neue Konkurrenz? Nein, wer bist du? Du bist nicht eingeplant. Na? Hi. Ganz, ganz weird. Hi.
Da kommt einfach eine Fremde dazu. Einfach eine komplett fremde 31er kommt dazu, setzt sich dazu und alle sagen so, okay, wird schon passen, wird schon passen. Die muss sich, die gehört sicherlich zur Show. Klar, natürlich, warum nicht? Bumst der Gärtner jetzt mit dieser 13? Ich muss mich zurückhalten hier. Gut. Danke, dass du für mich da bist. Ja, wirklich. Weißt du, die anderen, die müssen dich so akzeptieren, wie du bist. Genau. Es ist wichtig, dass du dich nicht verstellst. Ja, Mann, du sagst es. Sondern, dass du der bleibst, der du bist. Ja, Mann. Wenn das, und das heißt, dass du, ja, dass du schüchtern bist, dann... Ja, Mann. Dann ist das so. Real Talk. Ist okay. Real Talk. Ich glaube, nur wenn du dich verstellst, dann, ja, dann machst du was falsch. Und genau. Wenn dich die anderen nicht so akzeptieren wollen, wie du bist, dann... Dann sind sie nicht der richtige Umgang für dich. So ein Ding ist das. Akzeptierst du mich so, wie ich bin? 13? Ja. Ja, klar. Ich muss es jetzt einfach austesten. Was denn austesten? Ich weiß echt nicht, Leute. Warte mal, hat der gerade eine Frau geküsst? Simp. Der hat eine Frau geküsst. So ein Simp. Entspann dich, Mädchen. Leute, ich bin, also das ist mal wieder, das war nice.